I want to teach tonight on intercession. Ich möchte heute Abend lernen über Fürbitte. And many of you have been interceding for a long time. Maybe none of this will be new to you. Und viele von euch tun Fürbitte schon eine lange Zeit. Vielleicht ist gar nichts neu für euch, ist dabei. But you know, God is so generous. Aber wisst ihr, Gott ist so großzügig. You could actually be teaching 1,000 people and you're only really talking to one person. Und es könnte so sein, dass du zu 1,000 Menschen sprichst, aber es wird eigentlich nur eine wirklich angesprochen. That's the generosity of God, not Eliyahu. Und die Großzügigkeit Gottes macht das. Gott macht das, nicht Eliyahu. 1 Timothy 2. 1. Timotheus 2. 1 to 4. Die Verse 1 bis 4. Therefore I exalt first of all that supplications, prayers, intercessions and giving of thanks be made for all men, for kings and all who are in authority, that we might lead a quiet and peaceable life in all godliness and reverence. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who desires all men to be saved and come to the knowledge of the truth. So ermahne ich nun, dass man als allererstes Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagung für alle Menschen darbringe, für Könige und alle, die in hervorragender Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Denn solches ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Intercession is not an option for us. Und Fürbitte ist nicht eine Zusatzwahl, die wir treffen. It's clearly a mandate from the Lord to all his people and he calls it a priority. Es ist ganz klar ein Mandat, das Gott allen seinem ganzen Volk übergibt und hier sagt er ganz klar, Fürbitte hat Priorität. I'm assuming that most of you are very disappointed with Chancellor Merkel. Und ich gehe davon aus, dass die meisten von euch wirklich enttäuscht sind über die Bundeskanzlerin Frau Merkel. Yet God wants you to pray for those in authority, and that includes her. Aber Gott möchte, dass ihr für die betet, die in Autorität sind, und damit müsst ihr auch für sie beten. I mean, in intercessors for Israel, at times, we have asked the Lord to remove the prime minister and give us someone better. Not just remove him, you got to add and give us someone better. Und es hat Zeiten bei den Fürbitten für Israel in Israel gegeben, wo wir lange dafür gebetet haben, dass Gott den regierenden Premierminister entfernt und nicht nur das, sondern dass er dann einen besseren an dessen Stelle setzt. You could get someone worse. Man könnte auch jemanden schlimmer kriegen. God is looking for his people to stand in the gap. Und Gott sucht ein Volk, sein Volk, das in den Riss tritt. Ezekiel 22:30. Ezekiel 22, Vers 30. So I sought for a man among them who would make a wall and stand in the gap before me on behalf of the land, that I should not destroy it. But I found no one. Und ich suchte unter ihnen einen Mann, der eine Mauer bauen und vor mir für das Land in den Riss treten könnte, damit ich es nicht zerstören muss. Aber ich fand keinen. And Isaiah 59:15-17. Und Jesaja 59, die Verse 15 bis 17. So truth fails, and he who departs from evil makes himself a prey. Then the Lord saw it, and it displeased him that there was no justice. He saw there was no man, and wondered that there was no intercessor. Therefore his own arm brought salvation for him, and his own righteousness it sustained him. For he put on righteousness as a breastplate, and a helmet of salvation on his head. He put on the garments of vengeance for clothing, and was clad with zeal as a cloak. Die Treue wurde vermisst, und wer vom Bösen wich, musste sich ausplündern lassen. Als der Herr solches sah, missfiel es ihm, dass kein Recht da war. Er sah auch, dass kein Mann vorhanden war, und er wunderte sich, dass es keinen Fürbitter gab. Da half ihm sein eigener Arm und seine eigene Gerechtigkeit, die stützte ihn. Er legte seine Gerechtigkeit an wie einen Panzer und setzte den Helm des Heils auf sein Haupt. Er zog die Kleider der Rache an und hüllte sich in Eifer wie in einen Mantel. The Lord is full of mercy, grace and loving kindness. Der Herr ist voller Erbarmen, voller Gnade und liebender Fürsorge. But when he looks for an intercessor and finds no one,
he could come in wrath. Aber wenn er einen Fürbitter sucht und es ist niemand da, dann könnte es geschehen, dass er in seinem Zorn kommt. Our intercession makes a difference. Unsere Fürbitte macht einen entscheidenden Unterschied. You're not just praying to edify yourself. Ihr betet nicht, damit ihr euch selbst aufbaut dadurch. You are asking the Lord to move from heaven to earth. Sondern ihr bittet den Herrn, dass er sich bewegt und eingreift vom Himmel her auf der Erde. In 1 Timothy 2 it talks about supplications and intercession. In 1. Timotheus 2 spricht er über Fürbitte und Bittgebete. And they're often woven together. Und die sind häufig eng miteinander verbunden. But you can be supplicating the Lord for something and yet not making intercession. Und du kannst den Herrn um etwas bitten, aber dabei kein Fürbittegebet sprechen. But I don't think it works the other way around. Ich denke, andersrum funktioniert das nicht. I don't think you can intercede without bringing a supplication before the Lord. Ich denke, du kannst nicht Fürbitte tun, ohne dass du Bittgebete vor dem Herrn aussprichst. You know, I gave this message a title, strategic intercession. Ich habe dieser Botschaft den Titel gegeben, strategische Fürbitte. And that kind of intercession is not praying for yourself, it's praying for others. Und strategische Fürbitte bedeutet, du betest nicht für dich selbst, sondern du betest für andere. Most intercession that we do in the church is on behalf of an individual or maybe a family. Und die häufigste Art der Fürbitte, die wir in der Gemeinde finden, ist, man betet für eine einzelne Person oder vielleicht für eine Familie. Or maybe your local fellowship itself. Oder vielleicht für eure Gemeinde vor Ort. Strategic intercession is praying God's will expressed in his word into being. Aber strategische Fürbitte ist ein Gebet, dass Gottes Willen, der in seinem Wort zum Ausdruck gekommen ist, dann wirklich auf der Erde zustande kommt. It's praying for nations and peoples. Das heißt, anders ausgedrückt, man betet für Nationen und Völker. Joel 2:17. In Joel 2, Vers 17. Let the priests who minister to the Lord weep between the porch and the altar. Let them say, spare your people, O Lord, and do not give your heritage to reproach, that the nations should rule over them. Why should they say among the peoples, where is their God? Zwischen der Halle und dem Altar sollen die Priester des Herrn Diener weinen und sagen, Herr, habe Mitleid mit deinem Volk und gib dein Erbteil nicht der Beschimpfung preis, dass die Heiden über sie spotten. Warum soll man unter den Völkern sagen, wo ist denn ihr Gott? Intercession is part of our priestly calling. Fürbitte ist Teil unserer priesterlichen Berufung. You know, he's called us to be a people of priests who minister before him. Er hat uns berufen und gesagt, wir sollen ein Volk von Priestern sein, das vor ihm dient. In order to intercede in this way, we need to know what's on God's heart. Und damit wir in dieser Weise Fürbitte tun können, müssen wir erst einmal wissen, was überhaupt auf dem Herzen Gottes ist. This is not into bringing before the Lord what's on our heart, but it's offering ourselves to him as a priestly people and saying, what do you want me to pray, Lord? What's your burden for this time? Uns geht nicht darum, dass wir vor dem Herrn das ausbreiten, was auf unserem Herzen ist, sondern es geht darum zu sagen, Herr, teile uns doch mit, was auf deinem Herzen ist. Was ist dir wichtig in dieser Zeit und dafür zu beten? We need listening spiritual ears. Wir brauchen Ohren, die im Geist hören können. 1 Kings 19, 11 to 13. 1. Könige 19, die Verse 11 bis 13. Then he said, go out and stand on the mountain before the Lord. And behold, the Lord passed by, and a great and strong wind tore into the mountains and broke the rocks in pieces before the Lord. But the Lord was not in the wind. After the wind, an earthquake. But the Lord was not in the earthquake. And after the earthquake, a fire. But the Lord was not in the fire. And after the fire, a still, small voice. So it was when Elijah heard it, that he wrapped his face in his mantle and went out and stood in the entrance of the cave. And suddenly a voice came to him and said, what are you doing here, Elijah? Er aber sprach, komm heraus und tritt auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr ging vorüber, und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, ging vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Wind. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben, aber der Herr war nicht im Erdbeben.
Nach dem Erdbeben kam ein Feuer, aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam die Stimme eines sanften Säuselns. Als Elia dieses hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel und ging hinaus, trat an den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm, die sprach: Was machst du hier, Elia? I trust you know the story. Ich hoffe, ihr kennt den Zusammenhang, in dem diese Geschichte geschrieben ist, gesprochen wurde. Elijah had slaughtered the prophets of Baal. Elia hatte die Propheten Baals besiegt und hatte sie alle getötet. Then he ran in fear from Jezebel. Und dann ist er weggerannt, weil er Angst hatte vor Isabel. Hid himself in the mountain. Er hat sich im Berg versteckt. And God came to him und in Gott, a still, small voice. Und Gott ist dort zu ihm gekommen mit der Stimme eines sanften Säuselns. And praise God, he had ears to hear. Und Gott sei Dank hatte Elia Ohren, die hören konnten, was er sagte. He wanted to die. Elia wollte sterben. And the Lord said, no, your time is not yet up. You still have things for me to do through you. Und der Herr sprach zu ihm: Elia, nein, deine Zeit ist noch nicht da zu sterben. Ich habe immer noch Dinge, die ich tun will, und zwar durch dich. When we get personal revelation from the Lord, wenn wir eine persönliche Offenbarung vom Herrn bekommen, it has to match up with biblical principles. Dann muss die in Übereinstimmung sein mit Prinzipien, die wir in der Bibel finden. I'm not talking about details. I'm talking about biblical principles. Und ich spreche nicht von einzelnen Details, sondern ich spreche über biblische Prinzipien. And you need to handle those revelations carefully. Und wenn du so eine Offenbarung bekommst, dann musst du sehr vorsichtig sein, was das ist. I believe I've heard from the Lord a few times. Ich glaube, der hat ein paar Mal zu mir gesprochen. When I share it, I try and remember to say, I believe this is what the Lord said to me. Und wenn ich darüber spreche, dann versuche ich wirklich darauf zu achten, dass ich sage, ich denke, der Herr hat mir das gesagt. We need to walk humbly before our God. Wir müssen vor unserem Gott wirklich in Demut uns bewegen. The calling of the intercessor can be very lonely and misunderstood. Die Berufung, Fürbitter zu sein, das kann eine sehr einsame Arbeit sein und die kann von außen missverstanden werden. It's precious in the eyes of the Lord. Aber es ist kostbar im Auge des Herrn. When we gather together to seek his face and ask for his will to be done on earth as it's already written in heaven. Und wenn wir zusammenkommen, um gemeinsam sein Angesicht zu suchen und dann dafür bitten, dass sein Wille auf der Erde geschieht, so wie er auch im Himmel schon geschieht, we are standing with the Lord in his most holy place. Dann stehen wir vor dem Herrn und mit dem Herrn in seinem heiligsten Ort. You know, that original place was in Jerusalem. Und ihr wisst, ursprünglich war dieser Ort in Jerusalem. 2. Chroniker 7, Vers 15. And the Lord replied to Solomon. Der Herr antwortete dort auf das Gebet Salomos. Now my eyes will be open and my ears attentive to prayer made in this place. Der Herr sagte zu Salomo: So sollen nun meine Augen offen stehen und meine Ohren aufmerken auf das Gebet an diesem Ort. Through the sacrifice of Yeshua on the cross, und durch das Opfer Jeshuas am Kreuz, we don't have to be on the Temple Mount. Müssen wir jetzt nicht mehr auf den Tempelberg gehen, um zu beten. Wherever we are, the Lord can hear us. Überall, wo wir auch sein mögen, kann der Herr uns hören. You know, intercession is not only mysterious. Fürbitte ist nicht nur mysteriös, ein Geheimnis. It can overwhelm us. Das kann uns wirklich überwältigen. Sometimes it's actually terrifying. Und manchmal ist das wirklich erschreckend, furchterregend. To realize that the creator of the universe wants to partner with us, his children, in bringing his prophetic word to become reality. Wenn wir uns das wirklich bewusst machen und klar machen, dass der Schöpfer des Universums uns als Partner beruft, dass seine Werke zustande kommen. I mentioned that God wants us, when we come together like this, to be an army of prayer. Und ich habe das schon erwähnt, dass Gott möchte, wenn wir zusammenkommen wie hier, dass wir als Gebetsarmee funktionieren. And the prayer battle can be very much like a physical war. Und ein Gebetskampf hat mit einem physischen Krieg sehr große Ähnlichkeiten. We can have victories, we can have setbacks. Wir können Siege erleben, wir können Rückschläge erleben. Eventually real victory when the war is over and done.
Und wir gehen auf den wirklichen Sieg zu, wenn der ganze Krieg rum ist. But we can be injured as well. Aber wir können auch bei dieser Sache verletzt werden. We need to stay under the Lord's covering. Wir müssen unter dem Schutz des Herrn immer bleiben. We need to guard ourselves from presumptuous prayer. Wir müssen uns vor überheblichen und anmaßenden Gebeten hüten. This is of utmost importance. Und das ist äußerst wichtig. And unfortunately, presumption and presumptuous prayer is very common in the church today. Aber es ist heute leider so, dass man das sagen muss, überhebliches und anmaßendes Gebet kommt in den Gemeinden sehr oft vor heute. Presumptuous prayer will uncover us. Und anmaßendes, überhebliches Gebet führt dazu, dass wir nicht mehr geschützt sind. There are times when the Lord answers our prayers quickly. Es gibt Zeiten, wo der Herr unsere Gebete schnell beantwortet. There are times when it seems like he hasn't heard us and he's not answered or honored our prayers at all. Und es gibt Zeiten, wo wir denken, der Herr überhaupt nicht und er hört mein Gebet nicht und es kommt überhaupt nichts an. At least in the way and the time frame that seems right to us. Zumindest auf die Art und Weise, wie ihr uns das vorstellen und in dem Zeitrahmen, den wir uns gedacht haben. I spoke about the embassy this morning. Ich habe heute Morgen über diese Ereignisse bei der Einweihung der Botschaft, der amerikanischen Botschaft in Jerusalem gesprochen. I prayed at least 15 years for the embassy to move to Jerusalem. Und ich habe mindestens 15 Jahre dafür gebetet, dass die amerikanische Botschaft nach Jerusalem kommt. And now it's right across the street from my house. Und dann wurde sie geöffnet auf der anderen Straßenseite, wo ich wohne. That was something I never expected or wanted. Und das war etwas, was ich nie erwartet habe und was ich eigentlich auch nicht wollte. I wanted it to move to Jerusalem, but not across from my street. Ich wollte, dass sie nach Jerusalem kommt, aber nicht auf die andere Seite meines Hauses. We need to be faithful to our call to prayer. Wir müssen einfach treu sein darin, Gott hat uns zum Gebet berufen. We need to intercede. Wir müssen Fürbitte tun. But we need to leave the timing of the answers and the answers themselves in his hands. Aber wir müssen den Zeitpunkt, wann er antwortet und wie er antwortet, wirklich ihm überlassen. In Revelation 5 and verse 8, in Offenbarung 5 Vers 8, it tells us there are bowls before the throne of God in his throne room. Da können wir lesen, dass es da Schalen gibt, die stehen vor dem Thron Gottes im Thronsaal. That are filled with the prayers of the saints. Und diese Schalen werden nach und nach gefüllt mit den Gebeten, die die Heiligen auf der Erde sprechen. By this we can understand a few things. Und durch dieses Bild zeigt uns Gott ein paar Dinge, die wir verstehen können. No prayer prayed in the anointing of the Holy Spirit is ever lost. It's always deposited in the proper bowl. Kein Gebet, das wir unter Leitung des Heiligen Geistes beten, geht jemals verloren, sondern es wird in die entsprechende Gebetsschale, die dort ist, hineingetan. When the bowl is full, und wenn die Schale voll ist, the answer comes from heaven to earth. Dann kommt die Antwort vom Himmel auf die Erde. And when we are, when our prayers are not enough, und wenn unsere Gebete nicht ausreichen, and the time is right, aber die Zeit dafür ist da, the Lord adds his own incense to overflow the bowl with his answers to our prayers. Dann fügt der Herr von sich aus seinen eigenen Weihrauch hinzu, damit das Gefäß erfüllt wird und dann werden die Gebete beantwortet. Personally, I don't believe the bowls are all the same size. Ich persönlich glaube, dass diese Schalen unterschiedlich groß sind. You have große and you have kleiner. I mean, es gibt große Schalen und es gibt kleine Schalen. How many thousands of years have God's people been praying for the peace of Jerusalem? Denn überlegt mal, wie viele tausend Jahre betet das Volk Gottes für den Frieden Jerusalems? The bowls don't leak. Und diese Schalen haben nicht unten irgendwo ein Loch, das was wieder rausläuft. It's a big bowl. Es ist einfach eine sehr große Schale dafür. And we haven't filled it yet. Und sie ist noch nicht voll. And some bowls are so small that one prayer is all it takes. Und einige Schalen sind so klein, da muss nur ein Gebet rein und dann kommt's. We need to understand the time and the season that we are in. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, in welcher geistlichen Zeit befinden wir uns. 1 Chronicles 12:32. 1. Chroniker 12, Vers 32. Of the sons of Issachar, who had understanding of the times and to know
what Israel ought to do. Their chiefs were 200 and all their brethren were at their command. Von den Kindern Issachar, die sich auf die Zeiten verstanden und die wussten, was Israel tun sollte, 200 Hauptleute und alle Brüder folgten ihrem Wort. Most intercessors that I know follow the news pretty rigorously. Und die meisten Fürbitter, die ich kenne, verfolgen sehr genau die Nachrichten. And when we match current events with what the Bible says, it helps us to understand the time and the season that we're in. Und wenn wir dann schauen, welche Ereignisse passieren gerade in der Welt und gucken in die Bibel, dann können wir sie nun etwa ablesen, in welcher geistlichen Zeit wir uns bewegen. Intercessory prayer is persevering prayer. Fürbittegebet ist ein Gebet, das wirklich Ausdauer braucht. A good friend of mine used to say it's the prayer of the long distance prayer. Ein guter Freund von mir hat das so ausgedrückt. Es ist ein Gebet, was ein Ausdauerläufer, ein Langstreckenläufer beten kann. Isaiah 62, verses 6 and 7. Jesaja 62, die Verse 6 und 7. I have set watchmen on your walls, O Jerusalem. They shall never hold their peace day or night. You who make mention of the Lord, do not keep silent and give him no rest. Until he establishes, until he makes Jerusalem a praise in all the earth. O Jerusalem, ich habe Wächter auf deine Mauern bestellt, die den ganzen Tag und die ganze Nacht niemals stille schweigen sollen. Die ihr den Herrn erinnern sollt, gönnt euch keine Ruhe und lasst ihm keine Ruhe, bis er Jerusalem wiederherstellt und bis er es zu einem Ruhm auf Erden setzt. I mean, God is not forgetful. Gott vergisst doch nichts. I mean, he knows what he's told us to do. Und er weiß auch, was er uns gesagt hat, was wir tun sollen. But it says here, he wants us to remind him day and night. We won't rest until you make Jerusalem a praise in all the earth. Aber hier lesen wir, dass er möchte, dass wir ihn erinnern sollen, Tag und Nacht, bis er Jerusalem zu einem Ruhm auf der Erde gesetzt hat. I mean, a few weeks ago, to some of us, I think all of us here, something was added to that bowl. When the embassy moved to Jerusalem, the American embassy. Und ich denke, vor ein paar Wochen, als diese Botschaft dann nach Jerusalem verlegt wurde, da ist einiges dazugekommen in diese Schale. Let's just take a little look at some examples of intercessors in the Bible. Und wir wollen uns mal kurz ein paar Beispiele von Fürbittern in der Bibel ansehen. Moses, Amos and Daniel. Mose, Amos und Daniel. They're not the only ones. Es sind nicht die einzigen. But we're not here to read the whole Old Testament. Aber wir wollen heute Abend nicht das ganze Alte Testament lesen. Exodus 32:9-14. 2. Mose 32, die Verse 9 bis 14. And the Lord said to Moses, I have seen this people, and indeed it is a stiff-necked people. Now therefore let me alone, that my wrath may burn hot against them, and I may consume them. And I will make of you a great nation. Then Moses pleaded with the Lord his God and said, Lord, why does your wrath burn hot against your people whom you brought out of the land of Egypt with a great power and a mighty hand? Why should the Egyptians speak and say, he brought them out to harm them, to kill them in the mountains and to consume them from the face of the earth? Turn from your fierce wrath. Relent from this harm to your people. Remember Abraham, Isaac, and Israel, your servants to whom you swore by your own self, and said to them, I will multiply your descendants as the stars of heaven, and all this land that I have spoken of I give to your descendants, and they shall inherit it forever. So the Lord relented from the harm which he said he would do to his people. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet, und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. So lass mich nun, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie verzehre. Dann will ich dich zu einem großen Volk machen. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will denn dein Zorn über dein Volk ergrimmen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unglück hat er sie ausgeführt, dass er sie im Gebirge erwürge und von der Erde vertilgte? Kehre dich von dem Grimm deines Zorns und lass dich des Übels reuen, das du deinem Volk zugedacht hast. Gedenke deiner Diener,
Abraham, Isaak und Israel, den du bei dir selbst geschworen und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, will ich eurem Samen geben und sie sollen es ewiglich besitzen. Da reute den Herrn des Übels, das er seinem Volk anzutun gedroht hatte. What courage, what boldness to plead with the Lord in this way. Was für ein Mut und was für eine Kühnheit, dass er im Gebet sich so vor den Herrn gestellt hat. Yeah, the Lord says to Moses, your people have done that. Und der Herr spricht Mose an und sagt, dein Volk hat das hier angestellt. And Moses says to God, your people, Lord. Und Mose antwortet den Herrn und sagt, nee, das ist dein Volk. You know, I personally believe very much that God has given us free will. Ich glaube persönlich, Gott hat uns einen freien Willen gegeben. And if Moses has said, okay, get rid of them, make a nation out of me. Und wenn Mose gesagt hätte, na gut, vergessen wir die, mach aus mir eine neue Nation. I believe God would have done it. Ich glaube, Gott hätte das gemacht. But he also knew Moses's heart. Aber Gott kannte das Herz von Mose vorher. It's a mystery. Das ist ein Geheimnis. Moses actually confronted God in a pleading way, in supplication. Und Mose hat Gott tatsächlich konfrontiert auf eine demütige Weise in seinem Gebet, aber hat das gemacht. Remember your promises, Lord. Er hat gesagt, Herr, they're not deserving of them. Erinner dich, du hast das versprochen. Nee, wir verdienen das nicht, das stimmt. But you gave your word. You brought them out of Egypt signs and wonders. Aber du hast dein Wort gegeben. Du hast sie aus Ägypten geholt. Du hast Zeichen und Wunder für sie getan. And God relented. Und den Herrn reute das Übel. And this was not the only time that Moses interceded for the people that the wrath of God would be taken away. Und das war nicht das einzige Mal, dass Mose für das Volk Fürbitte tat, damit es der Zorn Gottes von dem Volk oder das Volk nicht getroffen hat. You remember when the 12 spies came back from spying out the land of milk and honey? Erinnert ihr euch, als die 12 Kundschafter zurückkamen von ihrem Kundschafterzug, um dieses Land, das voller Milch und Honig war, zu erkundschaften? And 10 of them had no faith. They could conquer the giants. Und 10 von ihnen hatten keinen Glauben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass sie die Riesen überwinden würden. Numbers 14. 4. Mose 14. 11, 12 and 17 and 20. Die Verse 11 und 12 und 17 und 20. Then the Lord, 11 and 12. Then the Lord said to Moses, how long will these people reject me? And how long will they not believe me with all the signs that I have performed among them? I will strike them with pestilence and disinherit them. And I'll make of you a nation greater and mightier than they. Der Herr sprach zu Mose, wie lange lästert mich dieses Volk? Und wie lange wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich unter ihnen getan habe? Ich will sie mit Pest schlagen und ausrotten und dich zu einem größeren und mächtigeren Volk machen, als dieses ist. I mean, God was angry. Gott war wirklich wütend. And maybe he was tempting Moses again. Und vielleicht, I'll make you a great nation. Und vielleicht hat er auch Mose wieder versucht und hat gesagt, Mose, ich mache aus dir ein großes Volk. Actually, to the Jewish people, Moses is a great person. Und für das jüdische Volk ist Mose eine wirklich große Person. To us, it's called the Mosaic Covenant. Denn für uns heißt dieser Bund der Mosaische Bund. Anyway, verses 17 to 20. Die Verse 17 bis 20. Moses again comes before the Lord in humility, but boldness and wisdom. Und Mose spricht wieder zu dem Herrn. Er spricht in Demut, aber zugleich mit Kühnheit und mit Weisheit. Now I pray, let the power of my Lord be great, just as you spoken, saying, the Lord is long-suffering and abundant in mercy, forgiving iniquity and transgression. But he no means clears the guilty, visiting the iniquity of the fathers on the children to the third and fourth generation. Pardon the iniquity of this people, I pray, according to the greatness of your mercy, just as you have forgiven this people from Egypt until now. Then the Lord said, I have pardoned according to your word. But truly as I live, all the earth shall be filled with the glory of the Lord.
Der Herr ist geduldig und von großer Barmherzigkeit. Er vergibt Missetat und Übertretung, obgleich er keineswegs ungestraft lässt, sondern heimsucht der Väter Missetat an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied. So sei nun gnädig der Missetat dieses Volkes nach deiner großen Barmherzigkeit, wie du auch diesem Volk aus Ägypten bis hierher vergeben hast. Da sprach der Herr, ich vergebe, wie du gesagt hast. Amos 7, verses 1 to 6. Amos 7, die Verse 1 bis 6. Thus the Lord showed me, behold, he formed locust swarms at the beginning of the late crop. Indeed, it was the late crop after the king's mowings. And so it was when they had finished eating the grass of the land, this is the locust, that I said, O Lord God, forgive, I pray. Oh, that Jacob might stand, for he is small. So the Lord relented concerning this. It shall not be, said the Lord. Thus the Lord God showed me, behold, the Lord God called for a conflict by fire, and it consumed the great deep and devoured the territory. Then I said, O Lord God, cease, I pray. Oh, that Jacob may stand, for he is small. So the Lord relented concerning this. This also shall not be, said the Lord. Solches ließ Gott der Herr mich schauen. Siehe, er machte Heuschrecken, und als das Emdgras zu wachsen begann, und siehe, es war das Emdgras nach der Heuernte des Königs. Als sie nun, die Heuschrecken, alles Kraut des Landes abgefressen hatten, da sprach ich, Herr, Herr, vergib doch, wie soll Jakob bestehen? Er ist ja so klein. Da reute es den Herrn, es soll nicht geschehen, sprach der Herr. Solches ließ Gott der Herr mich schauen, siehe, Gott der Herr rief dem Feuer zum Gericht. Das Feuer fraß ein großes Loch und hatte schon das Erbteil ergriffen, da sprach ich, Herr, Herr, lass doch ab, wie soll Jakob bestehen? Er ist doch noch so klein. Da reute den Herrn auch das, es soll nicht geschehen, sprach Gott der Herr. Amos didn't have the temptation of being told God would make a great nation from him. Und Amos war nicht dieser Versuchung ausgesetzt, dass Gott ihm gesagt hat, ich werde aus dir eine große Nation machen. And he wasn't as elaborate as Moses when he brought his objections before the Lord. Und er war auch nicht so sprachgewandt wie Mose, als er dem Herrn widersprach auf seine Art. But he said, Lord, please forgive. Aber er hat einfach gesagt, Herr, vergib doch. And God forgave. Und Gott hat vergeben. Daniel. Daniel. Chapter 9, verses 2 and 3 and 5 and 6. Daniel, Kapitel 9, die Verse 2 und 3 und die Verse 5 und 6. In the first year of his reign, I, Daniel, understood by the books the number of the years specified by the word of the Lord through Jeremiah the prophet that he would accomplish 70 years in the desolations of Jerusalem. Then I set my face toward the Lord God to make request by prayer and supplication, with fasting, sackcloth, and ashes. 5 and 6. We have sinned and committed iniquity. We have done wickedly and rebelled, even by departing from your precepts and judgments. Neither have we heeded your servants, the prophets, who spoke in your name to our kings and to our princes, to our fathers and all the people of the land. Im ersten Jahr seiner Regierung merkte ich, Daniel, in den Schriften auf die Zahl der Jahre, während welcher nach dem Wort des Herrn an den Propheten Jeremia Jerusalem in Trümmer liegen sollte, nämlich 70 Jahre. Und ich wandte mein Angesicht zu Gott, dem Herrn, um ihn zu suchen, mit Gebet und Flehen, mit Fasten, im Sack und in der Asche. Verse 5 und 6. Wir haben gesündigt, Unrecht getan, sind gottlos und widerspenstig gewesen und von deinen Geboten und Rechten abgewichen und haben deinen Knechten, den Propheten, nicht gehorcht, die in deinem Namen zu unseren Königen, Fürsten und Vätern und zu allem Volk des Landes geredet haben. Daniel understood by the book of Jeremiah the time of Israel's exile was over. Und Daniel hat, als er das Buch Jeremia gelesen hat, erkannt, jetzt ist die Zeit, wo Israel im Exil sein sollte, vorüber. He didn't order a case of champagne, he didn't have a big party. Und er hat nicht einen Kasten Champagner sich bestellt, der hat auch nicht zu einer großen Party eingeladen. He confessed the sins of his people before the Lord. Sondern er hat die Sünden seines Volkes vor dem Herrn bekannt. Moses, Amos und Daniel did not judge the people, although they were worthy of judgment. Und Mose, Amos und Daniel haben das Volk nicht
verurteilt, obwohl das Urteil, diese Verurteilung zu Recht hätte geschehen können. They identified with the people and pleaded for them before the Lord. Sondern sie haben sich mit dem Volk identifiziert und sind für das Volk vor dem Herrn in Fürbitte eingetreten. When we pray prayers of identification, wenn wir Gebete sprechen, in denen wir uns identifizieren, some people call it identificational repentance. That's unbiblical. Da gibt es einige, die sagen, wir tun Buße, indem wir uns identifizieren, aber das ist nicht biblisch. You can only repent for yourself. Buße tun kannst du nur für deine eigenen Sünden. It's really identificational confession. Sondern was wir tun können, ist, wir können Bekenntnisse sprechen in der Identifikation. You're confessing, as Daniel did, your sin and the sins of your people. Du kannst es so machen wie Daniel. Du bekennst die Sünden, die du getan hast, und du bekennst die Sünden deines Volkes. How about praise and prayer? Wie ist das mit der Beziehung von Lobpreis und Gebet? 2 Chronicles 20, verses 21 and 22. 2. Große 20, Vers 21 und 22. This is Jehoshaphat, speaking of Jehoshaphat. Und hier in diesem Kapitel geht es um Jehoshaphat. And when he had consulted with the people, he appointed those who should sing to the Lord and who should praise the beauty of holiness as they went out before the army and were saying, Praise the Lord, for his mercy endures forever. Now when they began to sing and to praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab, and Mount Seir, who had come against Judah, and they were defeated. Und er, Jehoshaphat, beriet sich mit dem Volk und stellte die, welche in heiligem Schmuck dem Herrn singen, ihn preisen sollten, im Zug vor der Armee hergehen, um zu singen, Danket dem Herrn, denn seine Güte währt ewig. Und als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Ammoniter, Moabiter, die vom Gebirge Seir, die wieder Juda gekommen waren, und sie wurden geschlagen. You know, we love to jump to verses 21 and 22, but that is actually not faithful to the scriptures. Und wir lieben es, bei den Versen 21 und 22 einzusteigen, you know, like aber das entspricht nicht der Schrift. We like to say, we began to praise and the enemy was defeated. Und uns gefällt es, wenn wir sagen, ja, wir preisen einfach den Herrn und schon ist der Feind geschlagen. That's really not the biblical story. Aber das ist nicht die ganze Geschichte, die da in der Bibel wirklich steht. Praise is part of prayer warfare, but it's not warfare in and of itself. Lobpreis ist ein Teil der geistlichen Kriegführung, aber das ist nicht der ganze geistliche, die ganze geistliche Kriegführung, die wir tun. But the Lord inhabits the praises of his people. Kommt als Antwort dieser Bibelvers, ja, der Herr wohnt doch im Lobpreis seines Volkes. Of course he does. Ja, stimmt. But actually, when two or three of us are gathered in his name, whether we're praising or not, he's there in our midst as well. Aber da gilt auch diese Stelle, wenn zwei oder drei in seinem Namen versammelt sind, egal ob wir preisen oder nicht, dann ist der Herr auch in unserer Mitte. What did Jehoshaphat actually do? Was hat Jehoshaphat da eigentlich getan? Let's dial back to the beginning of the chapter. Und lass uns einfach mal den Anfang dieser Geschichte, den Anfang des Kapitels lesen. 2 Chronicles 20 and verse 3. Nämlich die ersten Verse, 2. Chronik 20, Vers 3. And Jehoshaphat feared and set himself to seek the Lord and proclaimed a fast throughout all Judea. Jehoshaphat hatte Angst und er befleißigte sich, den Herrn zu suchen und ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. 2 Chronicles 24. Und dann der nächste Vers, der Vers 4 in diesem Kapitel. So Judah gathered together to ask help from the Lord, and from all the cities of Judah they came to seek the Lord. Und Judah kam zusammen, den Herrn zu suchen. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. The people prayed and fasted. Und dann hat das ganze Volk zusammen gebetet, es hat gefastet. They cried out to the Lord to rescue them. Supplication. Und sie haben zum Herrn geschrien, Herr, rette uns. Sie haben Fürbitte getan. They reminded him who he is. Sie haben ihn dann daran erinnert, Herr, du bist der. The God of Israel. Du bist der Gott Israels. Who gave the land to the people of Israel. Und du bist derjenige, der das Land dem Volk Israel gegeben hat. They reminded the Lord they were fulfilling his conditions in 2 Chronicles 7:14. Und sie haben den Herrn dann erinnert,
dass sie die Bedingungen, die der Herr selbst gestellt hat in 2. Chronike 7, Vers 14, dass sie die gerade jetzt erfüllten. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, will forgive their sin and heal their land. 2. Chronik 7, 14. Wenn sich mein Volk, das nach meinem Namen genannt ist, demütigt und sie beten und sie suchen mein Angesicht und sie wenden sich ab von ihren bösen Wegen, dann will ich im Himmel hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. They reminded the Lord of the history between the people of Israel and the people of Ammon, Moab and Mount Seir. Und dann haben sie den Herrn daran erinnert, wie die geschichtliche Entwicklung aussah zwischen dem Volk Gottes und dem Volk Moab und denen vom Gebirge Seir. They said, Lord, when we came out of Egypt, you wouldn't let us attack them. We walked through their land and paid for our food and our water. Und sie haben den Herrn erinnert und haben gesagt, Herr, als wir aus Ägypten kamen, hast du nicht erlaubt, dass wir sie zerstören, sondern wir sind durch ihr Wasser, durch ihr Land gegangen und wir haben für Wasser und Essen bezahlt bei ihnen. And now they repay our goodness by coming to destroy us. Und jetzt zahlen sie die Güte, die wir ihnen erwiesen haben, uns heim, indem sie kommen und uns vernichten wollen. And they asked the Lord to judge them. Und sie haben den Herrn gebeten, Herr, beurteile du das, richte sie. Then the answer came from heaven. Und nach all dem kam dann die Antwort vom Himmel her. Yes, as they began to sing in praise, the Lord set ambushes against the people of Ammon, Moab and Mount Seir. Und dann geschah das, was wir gelesen haben, als sie anfingen zu singen und beten. Da hat der Herr einen Hinterhalt gegen die Ammoniter, Moabiter und die vom Gebirge Seir zustande kommen lassen. Because the battle had already been won in prayer before they even began to praise. Denn die Schlacht war zuerst im Gebet gewonnen worden, ehe sie überhaupt das erste Lied anstimmten. Psalm 20, verses 6 to 9. Psalm 20, die Verse 7 bis 10. Now I know that the Lord saves his anointed. He will answer him from his holy heaven with the saving strength of his right hand. Some trust in chariots and some in horses. But we will remember the name of the Lord our God. They have bowed down and fallen, but we have risen and stand upright. Save, Lord! May the King answer us when we call. Nun habe ich erfahren, dass der Herr seinem Gesalbten hilft, dass er ihm antwortet von seinem himmlischen Heiligtum mit den hilfreichen Taten seiner Rechten. Jene rühmen sich der Wagen und diese vertrauen auf die Rosse. Wir aber rühmen uns des Namens des Herrn unseres Gottes. Sie sind niedergesunken und gefallen. Wir aber erhoben uns und blieben stehen. Rette uns, Herr! Möge der König uns antworten am Tag, da wir ihn anrufen. And sometimes the Lord uses us even physically in the answer or part of the answer to our prayers. Und manchmal gebraucht der Herr uns auch physisch mit unserem physischen Körper, um seine Gebete oder einen Teil des Gebetes zu beantworten. I mean, somewhere in my memory there was a little saying, put feet to your prayers. Und es gibt so ein Sprichwort, das heißt, gib deinen Gebeten auch Füße. I want to end with four little testimonies. Am Schluss möchte ich euch vier kleine Zeugnisse erzählen. That I hope and trust will encourage you. Und ich hoffe, dass diese Zeugnisse dazu dienen, euch zu ermutigen. That your prayers make a difference. Nämlich ermutigen dazu, dass ihr wisst, eure Gebete machen den Unterschied aus. And you have to be willing to allow the Lord also to use you with your body in a part of the answer to your prayers. Und dass du es dem Herrn erlauben musst, wenn er möchte, dass er dich auch physisch gebraucht, um einen Teil deiner Gebete zu beantworten. November 9, 1989, do you all remember what that day was? Am 9. November 1989, wisst ihr alle, was da war? It was the day the Berlin Wall came down. Das war der Tag, an dem die Mauer in Berlin fiel. And I've been told by intercessors in Berlin. Und Fürbitter in Berlin haben mir Folgendes gesagt. They prayed every week at a certain spot. Sie haben jede Woche an einer bestimmten Stelle an der Mauer gebetet. It was the only spot where they can actually get to the wall without being shot. Und das war die einzige Stelle an der Mauer, wo man von der Westseite her an den, from west or east?
They couldn't be shot from the east. Ja, wo sie an die Mauer kommen konnten und die Mauer anfassen konnten, ohne dass man auf sie geschossen hat. And so they put their hands on the wall every week and they prayed. Und sie sind jede Woche an die Mauer gegangen, haben die Hände auf die Mauer gelegt und haben an der Stelle gebetet. And they told me when the wall came down, the first hole was where they laid their hands. Und sie haben mir erzählt, als die Mauer dann eingerissen wurde, war die erste Stelle, wo sie ein Loch gemacht haben, die Stelle, wo sie in all den Jahren ihre Hände an die Mauer gelegt hatten. A very dear friend of mine was a Swedish brother named Kjell Sjöberg. Ein sehr, sehr guter Freund von mir war ein schwedischer Fürbitter, Kjell Sjöberg. Really one of the fathers of the modern intercessory movement. Und er kann angesehen werden als einer der Väter der modernen Fürbittebewegung. He was a missionary to Pakistan for 10 years. Und er war 10 Jahre lang auch Missionar in Pakistan. And one day he received in the mail a gift, a book called Praying Hide. Und als er dort war, hat er eines Tages ein Buch zugesandt bekommen und dieses Buch hieß Der betende Hyde. Brother Hyde was a missionary to Pakistan 100 years before Shell was there. Und Bruder Hyde war ein Missionar in Pakistan und er war dort 100 Jahre, ehe Shell dann als Missionar nach Pakistan ging. He had very little fruit in that he could say, I brought 5 or 10 or 100 or 1,000 people to the Lord. He couldn't say that. Und der Missionar Hyde war, der konnte wenig sichtbare Frucht vorweisen, indem er hätte sagen können, ja, bei mir haben sich 100 oder 500 oder 1,000 Leute bekehrt. And as Shell read this book, something struck him. Und Shell hat dieses Buch gelesen und dann hat ihn was wirklich angesprochen. In the cities and villages that Brother Hyde had prayed in 100 years before, Shell found an open door for people to receive the Lord. Als er dieses Buch las, stellte er fest, in den Städten und in den Dörfern, wo in dem Buch stand, dass Hyde vor 100 Jahren gebetet hatte, als Shell dorthin ging, haben Leute sich da bekehrt. Remember, sometimes the answer comes quickly and sometimes you don't know the Lord has heard. Manchmal kommt die Antwort schnell und manchmal bist du unsicher, hat der Herr mir überhaupt zugehört. But every prayer prayed in the anointing and inspiration of the Holy Spirit is in the right bowl before his throne. Aber jedes Gebet, das wir unter der Salbung des Heiligen Geistes sprechen, das kommt in die entsprechende Schale vor seinem Thron. In 1995 I was called to come to Portugal. Wurde ich eingeladen, ich sollte nach Portugal kommen. And give a week's worth of teaching, mostly about the expulsion of the Jews from Portugal. Und sollte dort eine Woche lang lehren und das Thema war die Vertreibung der Juden aus Portugal. In 1492 the Jews were expelled from Spain. 1492 wurden die Juden aus Spanien vertrieben. And many of them went to Portugal. Und viele von den Juden aus Spanien gingen dann nach Portugal. At first they were welcomed. Und im Anfang hat man sie in Portugal herzlich aufgenommen. But 3 years later the Inquisition came to Portugal and they were killed and tortured and driven out. Aber 3 Jahre später kam dann die Inquisition auch nach Portugal und die Juden in Portugal wurden dann auch verfolgt, getötet und aus dem Land getrieben. So I taught for a week and the church really prayed. Ich habe für eine Woche dort gelehrt und die Gemeinde hat dann wirklich gebetet. And then this pastor said, you know, we have the evangelicals in Portugal at that time were a very small bunch. Und dann hat der Pastor gesagt, wir, die Evangelikalen in Portugal, wir sind nur eine ganz kleine Gruppe hier im Land. And he says, we meet once a month and this month it's my place. It's going to be tomorrow. I want you to talk to them about the expulsion of the Jewish people from Portugal. Und er hat gesagt, wir treffen uns mit dieser kleinen Gruppe einmal im Monat und in diesem Monat ist es in meiner Gemeinde und ich möchte dich bitten, dass du morgen, wenn die anderen Pastoren kommen, nochmal über die Vertreibung der Juden aus Portugal lehrst vor den Pastoren. So I preached. Ich habe gepredigt. And these pastors took that word to heart. Und diese Pastoren haben dieses Wort sich wirklich zu Herzen genommen. And throughout the land of Portugal in these evangelical churches. Und in ganz Portugal, in diesen evangelikalen Gemeinden, they called their people to pray and fast when the 500th anniversary
of the expulsion came around, Portugal would make it right. Und diese Pastoren haben ihre Gemeinden aufgerufen zu Gebet und Fasten, dass dann, wenn dieses 500-Jahr-Jubiläum der Vertreibung der Juden aus Portugal kommen würde, dass die portugiesische Regierung das wieder in Ordnung bringen würde. I mean, I'd spent 3 years in Spain leading up to, not full years, slots, leading up to the 500th anniversary of the expulsion of the Jews of Spain. Ich war zuvor auch nach Spanien eingeladen worden und hatte im Laufe von 3 Jahren immer wieder mal eine gewisse Zeit dort verbracht und habe dort gelehrt über die Vertreibung der Juden aus Spanien. And the pastors we spoke to believed they had to do something, but they were afraid. Und die Pastoren, zu denen wir gesprochen haben, hatten geglaubt, ja, wir sollten eigentlich was tun, aber sie haben Angst gehabt. When they invited parts of the team to come to their church on Sunday, they said, preach on anything you want, but don't preach about the Jews. Und wenn wir am Sonntag irgendjemand vom Team eingeladen waren in den Gemeinden, dann haben sie gesagt, ihr könnt über alles predigen, was ihr wollt, aber nicht über die Juden. And when that 500th anniversary came around, the Spanish government said, President of Israel, come to Spain, we're going to cancel the Edict of Expulsion. Und als in Spanien dann dieses 500-Jahr-Jubiläum der Vertreibung kam, haben sie den Präsidenten aus Israel eingeladen in das spanische Parlament und haben dem Präsidenten gesagt, wenn er kommt, würden sie diese Vertreibung der Juden aus Israel dann im Parlament wieder rufen. And the day before the parliament was going to meet. Und einen Tag bevor dieses angesetzte Ereignis im Parlament stattfinden sollte, a group called Opus Dei, which is a Catholic religious order, hat ein religiöser katholischer Orden namens Opus Dei Folgendes gemacht. Took out big ads in all the newspapers in Spain. Wurden große Anzeigen in allen großen spanischen Zeitungen bezahlt und veröffentlicht von dieser Gruppe. And said, if we cancel this edict of expulsion, we will shame ourselves and shame our fathers. Und diese Anzeigen sagten, wenn wir dieses Edikt widerrufen, dann bringen wir Schande über uns und auch Schande über unsere Vorväter, die das gemacht haben. And it didn't happen. Und im Parlament haben sie es dann nicht gemacht. So a few months after I spent a week in Portugal, I get a phone call from the pastor. Ein paar Monate, also jetzt 3 Jahre später, nachdem ich in Portugal war, hat mich dieser Pastor angerufen, bei dem ich war, der mich ursprünglich eingeladen hatte. We want you to come back to Portugal. Und er hat gesagt, wir möchten, dass du zurückkommst nach Portugal. The parliament is going to cancel the edict of expulsion. Und das Parlament wird dieses Edikt der Vertreibung aufheben. They've invited the president of Israel to come. Und sie haben den Präsidenten von Israel eingeladen, dass er kommt. But he didn't come. I did, but he didn't. Der Präsident ist nicht gekommen. Ich bin gegangen, aber er kam nicht. He sent the speaker of the Knesset, the speaker of our parliament, who was also, he's not the president, but he's an important man. Er hat den Parlamentssprecher gesandt, aber er selbst ist nicht gekommen. Obviously, they were burnt once, and they didn't want to take that chance. Und offensichtlich hatte der Präsident eben die Erfahrung von Spanien gemacht, und er wollte das nicht nochmal erleben. The week before the meeting in Parliament. Und eine Woche bevor dieses Parlamentsereignis jetzt in Portugal stattfinden sollte, the president of Portugal made a public letter to the people. Hat der Präsident Portugals einen offenen Brief an die Bevölkerung geschrieben. He confessed what Portugal did 500 years before and called it sin. Und dann hat er bekannt, was Portugal vor 500 Jahren getan hatte, und er nannte diese Tat in dem Brief Sünde. So the day comes and I'm in the visitors gallery in the parliament in Lisbon. Und jetzt kommt dieser Tag, wo das stattfinden soll, und ich bin auf der Besuchergalerie des Parlaments in Lissabon. And the pastor, my friend, he says to me, the expectation is that all the parties will agree except for this radical conservative Catholic party. Und er hat mir gesagt, wir erwarten, dass heute fast alle Parteien der Aufhebung des Edikts zustimmen, aber es gibt da eine radikale katholische Partei und die wird das nie tun. And so one after another, the party leader comes up,
says a few words and says, I vote to cancel the edict of expulsion. Und dann läuft es folgendermaßen ab. Einer nach den anderen Parteien im Parlament schickt ihren Sprecher nach vorne, sagt ein paar Worte und sagt dann, für meine Fraktion erkläre ich dieses Edikt für aufgehoben. And the last one was the leader of this conservative Catholic Party. Und der letzte, der nach vorne kam, war der Leiter dieser konservativen katholischen Partei. And he says, none of you know this. Und er sagt dann, keiner von euch hier weiß das. I have Jewish roots. Ich persönlich habe jüdische Wurzeln. And we also vote to cancel the edict of expulsion unanimous. Und auch meine Fraktion hat einheitlich mit einer Stimme beschlossen, wir heben dieses Edikt auf. The pastors heard the word, they understood what happened, they believed they were called to pray and change things. And they fasted and they prayed and it changed. Und die Pastoren in Portugal, sie haben dieses Wort gehört, sie haben geglaubt, dass es richtig ist, sie haben ihre Gemeinden zum Fasten und Gebet aufgerufen und dadurch haben sie eine Veränderung im Land bewirkt. One final story. Ich möchte eine letzte Geschichte noch erzählen. In 1990 I was part of a international team that came to Thessaloniki, Greece. 1990 war ich Teil eines internationalen Teams von Fürbittern und wir waren in Thessaloniki in Griechenland. You remember in the book of Acts, Paul was there as well, except then they called it Saloniki. Und ihr erinnert euch in der Apostelgeschichte, dass Paulus auch dort in dieser Stadt war, in Thessalonich. And before the Second World War, almost half of the people in that city, big city, were Jewish. Und vor dem Zweiten Weltkrieg war fast die Hälfte dieser großen Stadt, wirklich eine große Stadt, bestand aus Juden. When the Nazis conquered Greece in the Second World War, und als die Nazis dann Griechenland im Zweiten Weltkrieg erobert haben, you know, I did some research before I come to a conference like that. Und ich habe da ein bisschen in der Geschichte nachgeforscht, ehe ich zu dieser Konferenz gefahren bin. And they purposed to not only destroy the Jewish people of Thessaloniki, but to even eradicate their memory. Und die Absicht war, sie wollten nicht nur die jüdische Einwohnerschaft vernichten, sondern sie wollten auch jede Erinnerung an die Juden in dieser Stadt auslöschen. And so they, when they came, they rounded up the Jewish people and sent them off to Treblinka, where most of them died. Und als die Nazis dann einmarschierten, haben sie die Juden zusammengetrieben, haben sie nach Treblinka geschickt und die meisten von ihnen sind dort umgekommen. But that wasn't enough. Aber das hat ihnen nicht gereicht. They went to the Jewish cemetery, the ancient Jewish cemetery in Thessaloniki. Sind dann zu dem alten jüdischen Friedhof in Thessaloniki gegangen. Destroyed the tombstones. Haben die Grabsteine zerstört. And paved streets with those Jewish tombstones. Und haben dann die brauchbaren Steine benutzt, um damit Straßen zu pflastern, mit diesen jüdischen Grabsteinen. So on the last day of the conference, we were going to go out and pray on site. Und am letzten Tag der Konferenz, dann wollten wir dann aus dem Raum rausgehen und wollten vor Ort beten. So we began at the railroad yard where the Jews were taken off to Treblinka. Und der erste Punkt, wo wir hingingen, um zu beten, war diese Stelle am Bahnhof, wo die Juden dann in die Züge gepackt wurden, um nach Treblinka gefahren zu werden. And we were going to end up at the university. Und die letzte Station, die wir uns vorgenommen hatten, war die Universität. Which was in the area of the old Jewish graveyard. Und die befindet sich heute in dem Gebiet, wo vorher der alte jüdische Friedhof war. It's a Jewish tradition, when you visit a grave, take a little stone and you put it on the gravestone as a memorial that you came and visited. Und es gibt eine jüdische Tradition, wenn du zu einem Friedhof kommst und dort an ein Grab gehst, dann nimmst du einfach einen kleinen Stein und legst ihn auf den Grabstein. Das ist einfach Tradition, um zu zeigen, ich war da. So I said, when we get to the railroad yard, you know, it's got stones all over railroad tracks. I said, let's all take a stone with us up to the university. Und als sie an die Bahngleise kamen, da waren alle diese Schottersteine an den Bahngleisen und dann habe ich dann dem Team gesagt, lasst doch jeden von euch so einen kleinen Stein nehmen und dann, wenn wir zum Friedhof gehen, dann können wir diese Steine dort ablegen. And we get to the university, we're waiting for the second team to arrive and somebody says to me,
do you want to see the gravestones? Und wir kommen zur Universität und wir mussten warten, weil das zweite Team noch nicht da war. Und dann sagt jemand zu mir, möchtest du die Grabsteine sehen? What are you talking about? Und dann sage ich, was meinst du denn? This was 1941 or something. The gravestones? Das ist ja 1941 passiert. Wie soll ich denn jetzt die Grabsteine sehen? And he said, follow me. Und er sagt, komm mal mit. And we walked into the university and there was a street, a walking street, paved with the broken tombstones of the Jews of Thessaloniki. Und wir sind auf das Universitätsgelände gegangen und wir kamen dann auf einen Verbindungsweg und dieser Verbindungsweg bestand aus den Grabsteinen des jüdischen Friedhofs. And it was like a knife in my heart. Und es war wie ein Messer in mein Herz. We're talking about 1990. Das war jetzt 1990. And I said to my brothers and sisters, I said, you can't allow this to continue. Und ich sagte zu meinen Brüdern und Schwestern, ihr könnt das nicht zulassen, dass das immer noch so ist hier. And this path led to a building. Und dieser gepflasterte Verbindungsweg, der führte auf ein Gebäude zu. And Shell, who was the head of the team, he said, what is that building? Und Shell war der Leiter dieses Fürbitte-Teams und er fragte dann, was ist die Funktion dieses Gebäudes da? It was the weather station of Thessaloniki, Greece. Und dieses Gebäude, wo dieser Weg mit den Steinen hinführte, das war die Wetterstation für Thessaloniki in Griechenland. Thessaloniki had been suffering 5 years of drought. Und zu dieser Zeit hatte Thessaloniki schon das fünfte Jahr völlige Trockenheit. Are you making any connection here? Merkt ihr schon was? You know, most of the people at this conference, and they had repented through the week with all their heart, confessed the sins of their people. Und die meisten, die auf dieser Konferenz anwesend waren, die hatten von ganzem Herzen Buße getan, das heißt, sie haben die Sünde des griechischen Volkes bekannt. I'd say more than half of them had never been born till after the Second World War. Und ich denke, mehr als die Hälfte der Anwesenden war überhaupt erst nach dem Zweiten Weltkrieg geboren. But they understood what had been done in their city and they took the burden upon themselves and brought it to the Lord in prayer and supplication and intercession. Aber sie hatten verstanden, was in ihrer Stadt geschehen war und sie nahmen diese Last auf ihr Herz und brachten das in Fürbitte und Gebet vor den Herrn. And so we come to that evening, it's the last night of the conference. Und jetzt an diesem Abend, das war der letzte Abend der Konferenz. And Roland Smith, some of you may have known our brother. He was the first one speaking. Und Roland Schmidt ist auch einer der Fürbitter und er war der Erste, der angefangen hat zu sprechen. And my wife happened to be with me. Und zu der Zeit war meine Frau auch mit dabei. And she starts going like this to me. Und sie schubst mich so an. And I said, what are you doing? I'm trying to pay attention. Und sagt, hey, lass mich mal in Ruhe. Ich will versuchen, hier aufzupassen. Said, look out the window. Und sie sagte, guck mal aus dem Fenster raus. And there's lightning in the sky. Und dann ist ein Blitz da zu sehen. Shell came next to speak and it started to rain. Und dann hat Shell angefangen zu sprechen und dann hat es auf einmal angefangen zu regnen. When I got up there, it was pouring! As we say in English, cats and dogs, like it did the other day here. Und als ich dann anfing, kam so ein Schutt vom Himmel herunter. And one of the leaders, who was a doctor, he came rushing into the meeting. Und einer der Leiter, das war ein Arzt, der rannte in unsere Versammlung rein. And he said, I was at a medical conference tonight. Und sagte, ich musste heute Abend zu einem Ärztekongress. When I heard the thunder and lightning and I saw the rain, I knew that God was meeting with us here, not at the medical conference. Und als ich Blitz und Regen gesehen habe, wusste ich, Gott ist heute Abend hier und nicht auf dem Ärztekongress. The next morning, the main newspaper of Thessaloniki said, the heavens opened up over Thessaloniki. Und am nächsten Morgen stand dann in der größten Tageszeitschrift von Thessalonika als Überschrift, der Himmel wurde über Thessaloniki geöffnet. And a few months later, well, first of all, als erstes also, Greece, only after that conference, a month or two later, for the first time since 1948-49, sent an ambassador to Israel.
Das erste, was geschehen ist, nach dieser Konferenz hat Griechenland zum ersten Mal seit 1949 einen Botschafter nach Israel gesandt. And then a few months after that I received the letter. Und dann ein paar Monate danach habe ich folgenden Brief bekommen. Dear Brother Eliyahu. Lieber Bruder Eliyahu. Greetings from Thessaloniki, Greece. Grüße aus Thessaloniki in Griechenland. This was written by one of the Greek leaders of the conference, who is a professor at the university. Und dieser Brief wurde von einem der griechischen Konferenzteilnehmer und Leiter geschrieben, der Universitätsprofessor war an der Universität von Thessaloniki. I'm glad to let you know that the Lord answered our common prayer. Ich bin dankbar, dass ich euch wissen lassen kann, der Herr hat unser gemeinsames Gebet erhört. The Jewish gravestones were removed from the pavement of the University of Thessaloniki. Und die jüdischen Grabsteine sind entfernt worden von dieser Stelle als Fußweg dazu dienen in der Universität. After the prayer in May, nach den Gebeten, die wir im Mai gebetet hatten, I discussed the problem with the president of the Faculty of Philology. Habe ich dieses Problem mit dem Präsidenten der philosophischen Fakultät durchgesprochen. And he appealed to the dean of the university. Und er hat sich an den Dean der Universität gewandt. Who gave the orders needed for the removing of the gravestones. Und er hat dann angeordnet, dass diese Grabsteine dort entfernt werden sollten. At last on the 12th of September 1990 the gravestones were removed. Und dann am 12. September 1990 wurden die Grabsteine dann entfernt. Praise the Lord. Preis Demetrius. Den Herrn. Halleluja. The people at that conference prayed with all their heart. Und die Leute auf dieser Konferenz haben von ganzem Herzen gebetet. But really for the prayer to be fulfilled, this brother had to take his reputation. Greece is still today not a very pro-Jewish country. Aber damit diese Gebete letztendlich erfüllt werden konnten, musste dieser Bruder dann auch seinen Ruf aufs Spiel setzen, weil Griechenland kein Land ist, was besonders judenfreundlich oder israelfreundlich war. He put his reputation on the line, maybe his job. Er hat seinen Beruf und vielleicht sogar seine Anstellung in Gefahr gebracht mit dem, was er da angegangen ist. But God was with him and the answers to our prayers came. Aber Gott war mit ihm und dann wurden auf diese Weise unsere Gebete erhört. If God calls you to participate in the answers to your prayers, to our prayers. Und wenn Gott dich beruft, dass du in irgendeiner Weise ein Teil der Antwort für unsere Gebete persönlich sein sollst, offer yourself. Dann gib dich Gott hin, biete I dich think an. Tomorrow afternoon Johannes is going to share about Aliyah and Ebenezer. Und ich möchte das schon ankündigen. Johannes ist heute Mittag gekommen. Johannes, heb nochmal die Hand hoch. You know, er ist ein guter Freund von uns, von Ebenezer. Und er wird morgen Nachmittag über Aliyah sprechen. Und er hat einiges Neues. The people who are involved in Ebenezer in their body, not just in prayer, are putting feet to their prayers. Und die Leute, die mit Ebenezer zusammenarbeiten, die beten nicht nur, sondern sie geben dann ihre Füße hin auch, dass die Gebete beantwortet werden können. Remember, we do not trust in our prayers or our praise. Und bitte macht euch das nochmal bewusst. Wir haben kein Vertrauen auf unsere Gebete oder auf unseren Lobpreis. Our trust is in the Lord God of Israel, the one who answers prayer. Sondern wir vertrauen auf den Herrn. Wir vertrauen auf den Herrn, den Gott Israels, der unsere Gebete dann beantwortet. Save, Lord! Rette, o Herr. May the King answer us when we call. Möge der Herr uns antworten, wenn wir rufen. Amen. Amen.